Neuengöppingen, der Wasserstoffmaster. Jetzt noch bis zum 15. Januar bewerben. In der Luftfahrt gab es ja schon einschneidende Katastrophen. Wir sehen hier ein brennendes Zeppelin im Hintergrund. Kann so ein Unglück mit den neuen Wasserstofftechnologien nochmals passieren? Wenn du das siehst, das Video bei der Hindenburg, es ist ja so gewesen, das war wie ein Heißluftballon, nur man hat ihn einfach mit Wasserstoff befüllt gehabt. Da Wasserstoff leichter ist als Luft, schafft er damit praktisch die Erhöhung in seiner Position. Wenn du ihn aber jetzt in diesem atmosphärischen Druckniveau hältst, dann entsteht das Problem, dass er nicht kontrolliert entweichen kann, bevor dann die Flammenbildung stattfindet. Und dann kommt der Abbrand zustande. Neuerdings, wenn wir das Ganze an einem Druckspeicherbehälter entweichen lassen würden, dann hast du eine kontrollierte Strömungsrichtung des Wasserstoffs. Die dann entstehende Flammenbildung kann ja nur entlang der Strömungsrichtung stattfinden. Und da die Flammengeschwindigkeit sehr hoch ist, besteht keine Möglichkeit einer Flammenrückbildung bis hinein in den Behälter. Zumal Wasserstoff mit sich selbst nicht reagieren kann. Und damit habe ich immer eine kontrollierte Strömungsrichtung und Flammenbildung, ohne dass eine Explosionsgefahr besteht. Und das ist der wahre Grund, warum man immer unter Druckspeicherniveau den Wasserstoff zwischenspeichern möchte. Ich habe nämlich ein kontrolliertes Druckgefälle, das ich aufbaue. Das ist der Hintergrund, warum Hindenburg technisch falsch angewandt wurde, um es damit unter den Sicherheitsanforderungen praktikabel zu nutzen. Es gibt aber trotzdem noch heute diese Wasserstoffballons. Das liegt daran, weil wenn wir Klimauntersuchungen durchführen möchten und möchten auf Bereiche gehen, jenseits 10 Kilometer Höhe, dann komme ich in die Problematik, dass dann die Restdichte der Atmosphäre so gering ist, dass ich nur noch mit Wasserstoff den Ballon in diese Höhen treiben kann. Deswegen die Sonderapplikation des Wasserstoffballons gibt es trotz alledem noch, gerade für Klimauntersuchungen. Sichert euch euren Studienplatz für den Wasserstoffmaster. Jetzt noch bis zum 15. Januar bewerben.